Geisterpferd. Ja, das ist richtig. Und Scheinwerfer. Das Geisterpferd ist echt, Leute. Ist euch nicht aufgefallen, wie viel Dreck es hinterlässt? Der Hausmeister hat seine Arbeit nicht erledigt, denn er wurde gegeistnappt. Und wir haben seine Geisterabdrücke im Heizungsraum gefunden, wo der Hausmeister immer abhängt. Direkt neben dem Büro von Dr. Rupert Kensington. Wem denn sonst? Wo verstecken Sie das Geisterpferd, hä? Okay, ich glaube, das war genug verrücktes Gequassel. Ich zeige Ihnen jetzt mal richtige Wissenschaft. Diese Sache ist damit noch längst nicht zu Ende, denn das war erst der Anfang. Ich möchte mich wirklich für meine Schwestern entschuldigen. Ach, das macht doch nichts. Und jetzt zeig mir mal dein Projekt. Ich bin schon sehr gespannt darauf. Ich auch. Ich präsentiere den Transmutator 2.5. Ich führe ihn gleich mal vor. Wie Sie bei dieser Simulation sehen, kann ich mit dem Transmutator die DNA eines Menschen mit der eines Tieres kreuzen. Etwa so. Tja, das ist nett, aber das war nur eine Puppe. Funktioniert das auch bei lebendigen Tieren und lebendigen Menschen? Ja, natürlich. Gut. Oh, was? Dr. Kensington? Ich bin nicht Dr. Kensington. Das ist der Hausmeister. Ich ziehe es vor, bei meinem richtigen Namen genannt zu werden. Hausmeistaurus! Puh, da braucht man aber echt Kraft im Rumpf. Oh, und er ist ein Centaurus, wie es aussieht. Wie? Was? Wie ist das denn möglich? Gestatte uns, es zu erklären. Laut unserer Recherche tauchte das Geisterpferd nach einer Explosion auf der Projektwoche 1992 auf. Im Zuge dessen ist der Schüler, der sie verursacht hat, Wendell Feinstein, der leichtsinnigste Schüler der Schule, verschwunden. Bald darauf wurde ein neuer Hausmeister eingestellt. Ein Hausmeister mit einem Allerwertesten, der überdimensional war. Was? Er hat einen Riesenhintern. Der Kerl ist das wahre Geisterpferd. Danke für die Vorstellung, Mädchen. Jetzt verwirkliche ich meinen Plan und verwandle euch in halbtierische Freaks wie mich. Warum haben Sie mich nicht eine Maschine bauen lassen, die Sie zum Menschen macht? Oh, wieso bin ich nicht darauf gekommen? Der leichtsinnigste Schüler. Ja. Meine Güte, die sind so süß. Ich bin eine Biene. Ja, ich bin eine Biene. Babs, nein! Oh! Wow, abgefahren. Ein Flamingo. Entschuldigung. Na gut, Hausmeistaurus. Es wird jetzt Zeit, den Hammer zu schwingen. Helft mir! Ich bin Dr. Kensington, der echte Dr. Kensington. Was? Sie sind der echte Dr. Kensington? Ich werd verrückt. Ich kann nicht glauben, dass Sie das sind, Sir. Ich wollte nur sagen... Dr. Kensington, ich werde Sie rächen im Namen der Wissenschaft. Jetzt verwandle ich alle Bürger von Townsville in Freaks wie mich. Buttercup, stoppt ihn! Hallo! Ich bin hier, um Sie zu nerven! Nein, hör auf, geh weg! Schluss jetzt! Hey, lass das sein! Hör auf! Wir haben es geschafft! Das ist egal, denn jetzt könnt ihr den Effekt nie wieder umkehren. Können wir wohl! Sie haben vergessen, ich bin eine Befliegerin. Boah, klasse! Du! Ganz recht. Ich wusste, dass das zu gefährlich ist. Und ich habe was gebaut, was die Wirkung wieder umkehrt. Nein! Könnten Sie dann bei der Gelegenheit das Chaos hier beseitigen? Danke.